So, hallo und herzlich willkommen an euch alle zurück zu Hearthstone. Und wir spielen jetzt, die Herausforderungen habe ich beide geschafft, wir spielen jetzt den heroischen Modus. Ich weiß, ich werde es verkacken, aber wir können es ja mal probieren. Und wir spielen gegen die... Ja, ist ja so teuflisch, eine riesige Spinne. Oh nein, habe ich jetzt Angst. Naja, probieren wir die mal. Die anderen beiden, finde ich, die haben so richtig krasse OP-Heldenfähigkeiten, habe ich ja schon mal gesagt beim letzten Mal. Oder beim vorletzten Mal. Die lasse ich erstmal noch. Lol. Lol, die hat instant zwei Spinnen auf dem Feld? Lol. Alter, das ist ja mal unfair. Wenn es wenigstens die kleinen Spinnen mit 1-1 wären, diese blauen, wo halt da rauskommen. Boah, ist das asozial. Und 45 Leben, what the fuck? Alter Schwede. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das verlieren werde. Jetzt habe ich mir im Endeffekt selbst eins reingedrückt, weil jetzt sitze statt 2 Angriff, 3 Angriff. Lol. Lol! Die Heldenfähigkeit kostet jetzt kein Mana mehr. Lol. Was denn das? Alter, ist ja ein Megawitz. Okay. Ich kämpfe mit Maxna gegen Maxna. Ja gut, das ist jetzt aber... Alter, what the fuck? Wie soll man das denn gewinnen? Wie soll man das gewinnen? Jede Karte, die man spielt, macht sie mit ihrer Heldenfähigkeit weg. Okay. Heimer die mal. Alter, what the fuck? Dass die nicht mal ein Mana kostet, das ist schon ein Witz eigentlich. Das ist... Was soll man dagegen machen? Lol. Alter, ich habe keine Ahnung, wie man das... Muss man wahrscheinlich mit dem Jäger zocken. Dass man wenigstens mit der Heldenfähigkeit die ganze Zeit Schaden machen kann. Ah, das ist natürlich nice. Wäre jetzt natürlich nochmal nice, wenn ich es hätte. Ich habe die Karte ja zweimal im Deck, dann wäre es ein Sieger auf der ganzen Linie gewesen. Aber nein, leider nicht. Dann mache ich aber trotzdem... Ja, mache ich das gleiche wie gerade eben, aber... Es hilft nichts, es ist... Ach, kann ich gar nicht. Ach, scheiße. Ja, es hätte eh nichts gebracht, weil sie eh beides wieder auf die Hand gemacht hätte. Das ist ja mal... Ja, dann kann man es eigentlich nur mit Krieger und... Ja, nicht mal. Ja, mit Druide und Jäger gewinnen. Anders nicht machbar. Jetzt ziehe ich natürlich die Arkane Intelligenz vor, in einem anderen Part natürlich nicht. Ja, das ist sinnlos, dass da keine Schnitte. Keine Schnitte gegen die alte. Na, wenigstens ein kleines bisschen Erfahrung bekommen. Ja gut, dann lassen wir das Ganze nochmal. Muss ich wohl noch ein paar hundert Stunden spielen, bevor ich das machen kann. Aber allein schon, wieso hat die 45 Leben? Man kann doch eh nicht gewinnen, ey. Das ist ja mal ein Witz einfach. Na gut, dann wollte ich noch ein Jägerdeck machen, weil ich vorhin mir gedacht habe, Jäger ist ja schon ziemlich geil. Deswegen können wir es ja nochmal probieren. So, das alte lösch mal. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eins ist. Ist ja auch egal. So, ein Jäger. So. Dann schauen wir mal. Gut, also. Die ist ziemlich cool. Die ist richtig geil. Das ist auch ziemlich nice. Das ist vor allem am Ende richtig geil, wenn der irgendwie, keine Ahnung, Ogre der Felsfäuste hat oder so ein Krieger auf dem Feld, machst du ein Leben, dann machst du irgendein Kackviech mit Ansturm oder so und du haust den weg. Oder machst den Arkanenschuss dann hinterher. Genau, das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht und der ist nicht schlecht. So,
rein, der auf jeden Fall auch gerne, halt hauptsächlich Wildtiere natürlich reintun, aber nicht nur. Auf jeden Fall auch den Schleim. Ja doch, das nerubische Ei kann man immer mal reinhaben. Ah, nee, den Eisenbär, den tun wir nicht rein. Wir tun... lohnt sich der? Ja doch, der lohnt sich auch. Also ich mag die Karte einfach, sieht nicht jeder so. Also den tun wir auf jeden Fall zweimal rein, der ist richtig geil, der Schildmeister. Dann... wie viele Karten können wir denn noch rein tun? Noch 6 Stück. Was haben wir denn hier noch so? Die Maxner, die ist auch richtig geil. Also das ist auch jetzt mittlerweile eine meiner Lieblingskarten geworden. Herr der Arena wäre noch eine Option. Ja, Herr der Arena auf jeden Fall. Die beiden. Dann tun wir noch was von hier vorne rein. Eine Eiswind-Jedi ist auch gut. Und dann nehmen wir noch die gnomische Erfinderin. So. Das müsste meines Erachtens nach ganz gut gehen. Jetzt gehen wir mal... Ach, wisst ihr was? Wir können auch das alte Magier-Deck löschen. Das ist scheiße. Ja. So. Gut. So. Dann gehen wir auf Spielen. Dann probieren wir das Deck mal aus. Natürlich wieder im gewerteten Modus. Mir ist das ja relativ egal. Also mir wäre es auch egal, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Magier auf Stufe 60 oder so hätte. Der Rang ist mir da relativ wohin. Aber ich weiß, es geht vielen Leuten anders. Ja. Ich habe übrigens auch ein paar Games gegen einen von euch gemacht, einen Abonnenten. Der war Rang 13. Ja, habe ich dreimal auf die Schnauze bekommen und einmal gewonnen. Allerdings hat er bei dem einen Mal ein Kombi-Deck gespielt, wie er gesagt hat. Wo er die Kombi halt nicht bekommen hat und dann halt voll auf die Schnauze bekommen hat. Weil er halt nur auf diese Kombi eigentlich hingearbeitet hätte und das Deck auch nur aus dieser Kombi im Endeffekt bestand. Und er hat es halt nicht gezogen und dann ist halt Feierabend gewesen. So, dann tun wir die alle drei weg, weil das bringt uns nichts. Dann hoffen wir, dass wir jetzt was Besseres bekommen. Oh, ja, das ist doch... das ist doch sehr schön. Den Lepra-Gnom, der ist richtig nice. Oh, perfekt noch. Sehr schön. Es ist eine gute Starthand. Auf jeden Fall. Gegen Krieger habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Also Krieger spielen gar nicht mal so viele. Ich finde, die meisten spielen Magier, Paladin und... Magier, Priester und... wie heißt der andere? Hexenmeister. Magier, Priester, Hexenmeister sind so die häufigsten, die gespielt werden. Machen wir den fertig und trotzdem 2 Schaden rein. Dann spielen wir noch... Ich weiß nicht, lohnt sich. Nee, wir machen Heldenfähigkeiten, dann heilen wir uns einfach wieder. Genau, haben wir ja die Karten dafür. Ich will jetzt nicht die direkt spielen, weil wenn sie stirbt, ist es sinnlos, weil das lohnt sich halt erst, wenn noch andere Wildtiere auf dem Feld sind. Bestenfalls welche mit Spott. Okay. Ja, doch, passt. Ja, können wir nichts machen. Wäre geil, wenn es auch auf Helden gehen würde. Für 10 Mana. Das wäre cool. Oder für 10 Mana setzt das Leben eines zufälligen Heldens auf 1. Das wäre geil. Das wäre echt geil. Also natürlich nicht für den es dann trifft, aber für den anderen so als letzten Ausweg oder so, das wäre schon cool. So, die muss ich auf jeden Fall dann noch wegrotzen. Kann nicht wahr sein. Ja, ich ziehe gerade nicht die Karten, die ich will. Weil die beiden in Kombination natürlich gut sind, ja. Also dann hat er direkt 4-4 und dann wäre es nicht so schlimm, ihn direkt zu spielen. Oder den hier, ja. Der war auch nice. Okay, der spielt Krieger schon länger. Das Problem ist, dass die jetzt halt alle Ansturm haben durch diese Kackkarte hier.
Moment, hat der auch Ansturm? Nicht, oder? Ah, den Schleim will ich mir eigentlich noch aufheben. Ich spiele... Ja, doch, ich spiele den. Ich spiele... ja, die. Und ich spiele den und heil mich. So. Dann probiere ich hoffentlich, dass ich die dann auf 1, also das Leben auf 1 verringere. Und dann, ja, bestenfalls mit der Spinne dann umrotz. Ich denke mal, der wird jetzt den zerstören, wenn er nicht ganz blöd ist. Weil die Spinnenkombi mit dem Teil ist natürlich auch krass. Oder wenn sie ihn auch noch über am Leben lässt, gebe ich ihm auch noch das hier. Das wäre natürlich auch geil. Nice. Kann ich dann meinen Schleim noch spielen? Okay. Er geht auf Selbstzerstörungsmodus. Ah, okay. Na gut, schade. Hat nicht geklappt. Aber gut, ganz blöd ist der auch nicht. Leider. Mhm. Na egal, wir machen trotzdem den... Oh, nicht so voreilig. So. Dann machen wir den da. Jupp. Dann machen wir den. Sehr, sehr schön. Perfekt. Zack. Hier natürlich machen wir den. Und zweimal schön in die Fresse. Okay, das war eine richtig geile Runde. Oh ja, das war richtig geil. Ah, ärgerlich, jetzt macht er den Schleim weg. Okay, der Kerl ist echt dumm oder so. Wieso hat er nicht den Schleim weggemacht? Ist der Kerl dumm? Lol. Ich glaube, der Kerl ist echt ein bisschen dämlich im Kopf. Jetzt kann ich halt alle, natürlich die Spinne nicht. Jetzt kann ich ihm halt übelst eine mitgeben. Das war jetzt ziemlich das Dümmste, was er hätte machen können. Jetzt geben wir dem da hier noch 2-2 Spot. Scheiße, jetzt habe ich mit dem schon angegriffen, ne? Nein, habe ich noch nicht. Ja, oh, ich dachte jetzt gerade schon, what the fuck. Genau. Und schön in die dicke, fette Fresse. So, und da der Krieger ist und kein Magier, kann er jetzt auch keinen Flammenstoß ziehen, mit dem er alle meine Monster ficken könnte. Das heißt, ich habe gerade ganz gute Karten. Er kann natürlich trotzdem noch gewinnen, also so ist es jetzt nicht. Ah, lol. Der Kerl geht echt richtig hart auf Selbstzerstörungskurs. Aber richtig hart. Jetzt hat er auch nur noch eine Karte. Wie ein Murloc-Deck hat, ey. Das ist auch so typisch Noobie. Habe ich am Anfang auch gedacht, dass es übelst krass ist. Spielen wir dann in die Fresse. Ich finde die Musik so geil, wenn die Maxner kommt. Na ja, gut, wir haben gewonnen. Also wenn er jetzt nicht irgendwas krasses zieht, dann ja, easy. 3 Einser, die ihm überhaupt nichts bringen. Außer er würde jetzt den Murloc rufen, der noch einen Murloc ruft. Okay, eine legendäre. Okay. Scheiße, ja. Okay, das war jetzt gar nicht mal so dumm von ihm. Okay. Jetzt bin ich natürlich nicht so dumm. Was? Natürlich kannst du das tun. What the fuck? Doch, ja. Ach so, Leute, ich sollte vielleicht lesen, was da steht. Na gut, dann spiele ich natürlich nichts, weil es sinnlos. Bringt mir nichts. Scheiße. Okay, mit der Karte hat er... Er ist aber auch eine legendäre, ne? Er spielt aber auch, keine Ahnung, wie lange spielt der Kerl schon? Alter, what the fuck? Scheiß die Wand an. Jetzt hat er mich richtig hart genutzt, ey. Der kleine Sack. Okay, der hat doch Ansturm. Ja, es bringt aber nichts, den anzugreifen. Ja, jetzt muss ich halt, jetzt ist halt ein totales Glücksspiel. Wenn er mich jetzt trifft damit, dann bin ich down. Ey, was ist denn das für ein OP-Viech? Das Blöde ist, ich habe jetzt auch keine Karte.
die das irgendwie kontert. Also ich kann den nicht irgendwie weghauen, weil ich kein Magier-Deck habe. Also, ja, das ist Magier-Deck, weil ich kein Magier habe. Und so viel Glück, wie ich habe, zack, bam, ich bin tot. Nein, doch nicht. Doch nicht, noch nicht. Das ist leicht asozial. Alter. Das heißt, ich muss die Karten spielen, damit er mich nicht trifft. Das ist... Ja gut, es ist... Ja gut, ich habe eh verloren. Ach ja, stimmt, der hat dann noch eine Waffe. Ah, DG. Ey, das ist ja... Wie heißt der? Ragnaros, der Feuerfürst. Ey, da spielt der eiskalt so eine krasse Legendäre. Scheiß die Wand an. Lol. Ja. Es reicht aber, es hätte nicht gereicht. Schade. Jetzt hätte ich fast noch eine Chance gehabt, wenn ich nur ein bisschen mehr Mana hätte. Ah, kacke. Ah, ich konnte nicht beide spielen. Hätte ich beide spielen können, dann wäre es machbar gewesen, ne? Ah, fick dich, Spaß. Dir gönne ich die Genugtuung nicht, mich zu besiegen. Die Genugtuung gönne ich dir nicht. Aber du bist scheiße. Fuck, ich wollte ihm noch drohen. Okay, der war jetzt aber echt nicht gut. Also, ja, die Legendäre. Nur die Legendäre. Wegen der hat er gewonnen. Wegen einer Karte. Sollen sie sich mal reinziehen. Also, das Spiel hängt schon ziemlich krass an einen, den Legendären. Und sowas meinte ich eben vorhin, beziehungsweise im letzten Part, dass ich sehr oft gegen Leute spiele, wo ich halt einfach schon, wo man einfach schon sieht, okay, der hat sehr wahrscheinlich, spielt er schon seit Ewigkeiten, ich meine, allein schon der Kartenrücken, der ist mindestens 2 Seasons alt, das heißt, der spielt schon seit, keine Ahnung, 3 Monaten oder so aktiv, oder vielleicht auch weniger aktiv, jedenfalls wesentlich länger als ich, und wenn er auch nur Krieger spielt, dann, ja, viel Spaß, ne, also... So, das ist natürlich immer richtig scheiße. Und solche Gegner habe ich erstaunlich oft, muss ich sagen. Das nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Aber naja, kann man nichts gegen machen. Dann bedanke mich wie immer fürs Zusehen bei euch allen und macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.